Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub, übrigens mein erster Urlaub seit letztem Jahr. Normalerweise, wenn man weiß, man hat 2 Wochen Urlaub, dann packt man sein Bündel, schwingt sich aufs Motorrad, hat ein bestimmtes Reiseziel und genießt dann diese 2 Wochen auf dem Motorrad. Tja, aber nicht so ich. Ich zeige euch jetzt einfach mal meinen allerersten Urlaubstag. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt kurz vor 7:30 und wir haben das schönste Wetter, die Sonne kommt da hinten durch und für mich heißt es heute ab nach Köln und zwar zum, wie heißt das, Heilig-Geist-Krankenhaus. Dort geht es in die Bestrahlungsklinik. Und denn mein rechter Arm, der ist entzündet. Der hat diesen sogenannten, ich habe diesen sogenannten Golferarm. Und ja, der soll heute behandelt werden mit Röntgenstrahlen. Das ist also mein Urlaub dieses Jahr. Und zwar der erste Urlaub. Und den verbringe ich mit Arztbesuchen, Behandlungsmethoden. Ja, genießen wir einfach mal diese wunderschöne Fahrt nach Köln rein. Ja, das ist auch mit ein Grund, warum ihr, oh, ich bin viel zu schnell, warum ihr so lange von mir nichts gehört habt und warum ich auch dieses Jahr keine längeren Touren fahre. Ich glaube, ich habe dieses Jahr nur, ich glaube, 2 ganz kleine Touren gemacht. Ansonsten benutze ich das Motorrad tatsächlich nur, um zur Arbeit zu fahren und nach Hause, weil zu mehr bin ich halt gerade körperlich nicht in der Lage. Und ja, das muss man halt mal so hinnehmen. Und so, und da seht ihr, da kommt die Sonne. Herrlich. Wow. Es sollen ja heute auch 27 Grad werden. Also laut meinem Tacho haben wir jetzt 11 Grad. Aber das ist natürlich bombastisch, jetzt schon das Wetter. Fühlt sich also richtig, richtig gut an. Ja, und im Nachbarort fahre ich dann auf die Ampel zu. Und rechts, habt ihr ja gesehen, steht auch ein Biker. Und dann drehe ich mich zur Seite. Und siehe da, ein Bekannter von mir, nämlich der Matthias, ist ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs. Und zwar zur Arbeit. Und so halten wir einen kurzen Plausch zwischen der Grünphase und der Rotphase der Ampel. Und ja, dann sprang die Ampel auch schon auf Grün. Und so war Matthias dann auch schon wieder unterwegs. Na, das ist doch mal eine schöne Begegnung, morgens um 7:45. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße an den Matthias. Und für mich hieß es jetzt, ich musste mich langsam sputen, denn ich hatte ja auch noch einen Termin im Krankenhaus. Also, auf geht's!
in die Bestrahlungsklinik. Ein bisschen Strahlen hat ja noch keinem geschadet. So, was hast du vor? Da muss ich jetzt hin. Bitte blaue Taste drücken. So. Willkommen zur Strahlentherapie. Nach Beendigung der Strahlentherapie dann hieß es für mich auf zum nächsten Krankenhaus, und zwar in Dormagen, denn dort liegt ein Familienmitglied schon seit 3 Wochen, und dieser Person, der geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Und seit 3 Wochen fahre ich jeden Tag dahin, denn ich bin der Meinung, wenn jemand aus der Familie im Krankenhaus liegt und dem es so schlecht geht, dann sollte man hinfahren und zeigen, man ist für einen da. Also das ist meine persönliche Meinung, auch wenn man nicht viel machen kann. Ja, also hieß es aufs Moped und dann geht's weiter. Nachdem ich den Krankenhausbesuch beendet habe, ging es dann auch wieder zurück zum Motorrad und dann auf direktem Wege nach Hause, denn einen Termin hatte ich noch und den wollte ich heute auch noch erledigen. Und worum es dabei geht, das erfahrt ihr dann, wenn ich zu Hause bin. Nachdem ich zu Hause angekommen bin, hieß es dann für mich raus aus den Motorradklamotten, rein in die normalen Klamotten, das Fahrrad krallen, und dann ging es zur Werkstatt meines Vertrauens, denn dort hatte ich meinen SLK abgegeben, mein zweites Hobbyprojekt, um es in einem 20 Kilometer entfernten Ort wieder abzuholen. Und auch hier genoss ich die Landschaft, denn es ging querfeldein, den kürzesten Weg, und warum ich den abgeholt habe, das zeige ich euch dann zum Schluss.
Bis dahin genießt mit mir einfach das sonnige Wetter und die herrliche Landschaft. Zu Hause mit dem Auto wieder angekommen, holte ich dann erstmal das Fahrrad hinten aus dem Kofferraum raus. Ja, genau, ein Klapprad. Und ihr glaubt gar nicht, was in so einen kleinen SLK alles reingeht. Denn dieses Klapprad hatte ich mir extra bestellt mit den Maßen so, dass man es auch hinten in den Kofferraum reinpacken kann. Ja, und worum ging es dann eigentlich? Das seht ihr nämlich jetzt gleich, wenn ich das Fahrrad weggebracht habe. So, das zeige ich euch nämlich. Weil mein Dach hatte nämlich genässt. Das hieß, die Hydraulikzylinder unterm Dach haben das komplette Hydrauliköl verloren und tropfte überall aus dem Dach raus. Ich habe es dann mit Cevas, habe ich es dann versucht, wieder einigermaßen so abzudichten, dass das Öl aufgehalten wird. Und das konnte die Werkstatt meines Vertrauens nicht reparieren, weil sie dafür die nötigen Kenntnisse nicht hat. Also hieß es für mich dann, nach einer geeigneten Werkstatt zu suchen. Ich kann euch nur sagen, was ein Wahnsinnstag. Jetzt habt ihr mal gesehen, was ich an meinem ersten Urlaubstag alles so mache. Ich hoffe, das Video fandet ihr unterhaltsam, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Bis demnächst. Euer Mike on Bike. Tschüss.